Hallo meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein Auspackvideo. Ich habe nach Ewigkeiten mal wieder bei Doris mein Körbchen abgerufen. Das mache ich ja so regelmäßig, ungefähr 2 bis 3 Mal im Jahr. Und jetzt war es mal wieder gut gefüllt und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass eben wieder so schöne Shopware dabei war und meine Custom-Bestellung schon so angewachsen war. Es war mal wieder Zeit. Und ich liebe Doris Pakete auszupacken und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne mit euch. Das ist dieses Päckchen. Und als erstes kommt mir natürlich wieder diese schöne Karte von der lieben Doris entgegen und die Anfixtüte. So, ich habe die Umverpackungen, die sind ja immer so schön in Seidenpapier eingepackt, die habe ich jetzt schon mal entfernt, damit das hier nicht allzu sehr knistert. Und wir starten mit der Anfixtüte. Rechnung, alles bezahlt. Gucken wir mal, welche Goodies da diesmal bei waren. Als erstes kommt mir hier ein Kakaodrink entgegen. Das ist immer gut. Sogar dunkle Schokolade, finde ich super. Ja, das ist immer lecker, Kakao geht immer. Vielen Dank. Der erste Duft ist Ginger Ale. Da bin ich mal gespannt. Den habe ich nämlich auch im Shop gesehen und ich habe mich nicht getraut. Ich mag Ginger Ale gerne trinken, aber ob ich es auch riechen mag? Doch, ich mag es riechen. Ein sehr schöner, spritziger Duft mit einer zarten Ingwernote. Riecht aber wirklich richtig wie so eine pritzelnde Brause. Mit einer sanften Ingwernote, also nicht sehr scharf Ingwer. Das finde ich gut. Ja, mag ich. Dann habe ich Moroccan Nights mit Black Cherry. Da denke ich mal, der wird wahrscheinlich nichts für mich sein. Ja, ein schöner Duft, aber ich rieche einfach immer Marzipan und das ist bei Kirsche eben nicht das, was ich riechen möchte. Von daher wird der wohl weiter wandern. Dann Dark Kisses. Das ist, meine ich, ein Bath & Body Works Dupe. Ja, ein schöner, femininer, intensiver, leicht orientalischer Duft. Mag ich aber, finde ich gut. Der wird auch bei mir bleiben. Der Apfel Mango Lassi, das ist, glaube ich, auch ein Getränk, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, Lassi ist das nicht immer ein Getränk. Ja, der ist sehr, sehr schön. Ich mag ja Mango total gerne. Und der riecht halt wirklich sehr, sehr schön fruchtig, exotisch nach Mango. Mit so einer roter Apfelnote. Aber von einem Getränk kann ich jetzt so erstmal nichts riechen. Ich finde, das riecht wirklich schön fruchtig. Dann habe ich Three Lashes Cake, Honigmilch und Erdbeerkuss. Und das wird mit Sicherheit was für mich sein. Ich bin im Moment voll auf dem Erdbeertrip. Ja, der ist ganz, ganz toll. Eine süße Erdbeere. Wahrscheinlich hat die durch diese Honigmilch so eine Milchshake-Erdbeernote. Und da ist noch so eine Foodie-Unternote dabei. Klebrig-süßer Kuchen. Ja, ganz toller Duft. Tolle Duftkombi. Was für Foodie-Nasen. Und der letzte ist Toasted Pistachio mit Banana Cream Pie. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das meiner ist. Banane und ich. Ich habe auch einen Bananenduft bestellt, um ihn einfach mal auszuprobieren. Doch, das geht. Riecht mandelig, pistazig, kuchig und eine zarte Bananennote. Also ja, der geht sogar. Hätte ich nicht gedacht. Den probiere ich auf jeden Fall warm auch nochmal aus. So, jetzt kommen wir zu meiner Bestellung. Als erstes, der Grund, warum ich auch unbedingt abrufen wollte, ist ein Wäschespray. Da ist leider die Beschriftung vorne abgegangen. Die klebte in der Tüte, in der es war. Und zwar ist das Rosemary Mint. Sie nennen sich Cushion Cuddles. Also das ist die Bezeichnung für die Wäschesprays. Und ich liebe Rosemary Mint. Ach, und der ist auch wieder einfach fantastisch und ich finde es ganz, ganz toll im Sommer, sich abends, bevor man schlafen geht, eben im Schlafzimmer 2, 3 Spritzer übers Bett zu verteilen. Voll angenehm. Also es gibt ja da ganz, ganz viele Duftnoten, aber ich mag im Schlafzimmer am allerliebsten eben diese
cleanen Duftnoten, eben wie ja, so Weichspülernoten oder eben so Minze, finde ich ganz, ganz toll. Im Sommer, glaube ich, wird das ganz toll zum Schlafen sein, wenn es eh warm ist. Ich finde, Minze kühlt dann immer irgendwie so runter. Ja, dann habe ich ein Little Something bestellt und zwar 1000 Wishes. Gucken, ob ihr das lesen könnt. Einer meiner Lieblingsdüfte von Bath & Body Works. Und Doris macht das ja immer so fantastisch mit der Aufmachung. Das ist auch zum Verschenken einfach nur schön. Ja, den mache ich jetzt auch nicht auf, denn ich glaube, mittlerweile wisst ihr alle, wie die Little Somethings aussehen. Die sind halt fürs Auto, ne? Dass man die, sind so kleine Glasfläschchen mit einem Schnürsenkel, dass man die so im Auto aufhängen kann und dann hat man seinen Lieblingsduft dabei. Und da freue ich mich auf 1000 Wishes, auch ein toller parfümiger Bath and Body Works Duft und den finde ich jetzt fürs Frühjahr ganz toll fürs Auto. So, jetzt geht es weiter mit ein paar Shop-Düften. Ich habe mir mehrmals den Sunset bestellt. Ja, ich glaube dreimal. Ah, nee, gar nicht. Den Sunset habe ich einmal. Die anderen heißen My Sunshine. So, das ist dieses tolle, tolle Sonnenmelt. Sunset. Ich habe die Duftbeschreibung nicht mehr. Die könnt ihr wahrscheinlich in Doris Shop noch nachlesen. So sieht das Melt aus. Und das ist ein warmer, parfümiger, ich finde so sandelholzig, orangener Duft, der wirklich Sonnenuntergang für mich darstellen soll. Sehr warm, sehr holzig und angenehm. Gefällt mir gut. Sunset. Und My Sunshine habe ich zweimal. Auch das tolle Sonnenmelt. Und der wurde mir empfohlen in der Duftgruppe von Doris, weil viele den da so toll fanden, habe ich den auch direkt zweimal bestellt. Und ich weiß auch warum. Das ist ein sehr, sehr schöner, frühlingshafter Duft. Fröhlich, sanft, leicht zitrisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habt ihr nicht zu viel versprochen, meine Lieben? Da freue ich mich, dass ich den auch gleich zweimal habe. Dann habe ich eine Custom Order, habe ich kleine Herzen bestellt, Bedtime Bars. Den kenne ich auch, den mag ich auch gerne. Das ist halt so ein kuscheliger, ja, wie so ein Kinderbadduft. Der riecht halt so beruhigend. Ich glaube, es ist auch Kamille und Lavendel, glaube ich, drin. Das rieche ich aber einzeln nicht raus. Ist für mich einfach ein runder, kuscheliger, so in die Richtung Penaten gehender Kinderbadduft. Und den mag ich sehr gerne. Den wollte ich mal wieder haben. Dann habe ich mich an eine Kokoskombi rangetraut. Für den Sommer habe ich mir gedacht: Coconut Cream Pie, Coco Dance und Kokosmilch. Also alles kokosnussig. Habe ich mir auch erstmal nur ein kleines Herz bestellt. Weil ich mit Kokosnuss noch nicht so ganz per Du bin. Aber Coco Dance gefiel mir gut und da der hier auch mit drin ist, habe ich mir gedacht, nimm den mal. Ja, das ist halt Kokosbombe, ne? Durch den Coco Dance hat sie nicht so eine fruchtige Kokosnote, sondern eher so eine parfümige Kokosnote. Den Cream Pie da drin. Kann ich jetzt nicht so rausriechen. Also ich finde, es ist eine süße Kokosnuss, aber sehr parfümig. Für den Sommer bestimmt ideal. Den Kokos ohne Ananas finde ich nämlich gar nicht schlecht. Dann habe ich allein des Namens wegen schon die Unschuld vom Lande bestellen müssen und diese zwei wunderhübschen süßen Melts bekommen. Und die Unschuld vom Lande riecht sehr, sehr schön. Ein sehr intensiver, leichter Duft, kann man das sagen? Also der ist zart und sanft, aber total intensiv von der Duftabgabe her. Ich glaube, da werde ich auch nicht das ganze Melt verdüfteln. Das wäre sonst so eine Einmaldüftelportion für mich, aber ich glaube, den werde ich tatsächlich teilen. Sehr, sehr angenehm. Da ist was Fruchtiges drin. Der ist cremig und sehr so sanft von den Duftnoten her. Aber toll. Ganz, ganz toller Duft. Unschuld vom Lande. Da hätte ich mal mehr von bestellen können.
So, dann habe ich Chiffon Cake aus der Custom Order. Das war, glaube ich, mal irgendwann in dem Adventskalender drin und der ist jetzt wieder aufgelegt worden. Ja, das ist ein süßer Foodie-Duft mit einer parfümigen Note. Tolle Kombination, aber ich finde, der hat was Winterliches. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Da ist, ob da eine Kirsche mit drin ist, das geht schon wieder so eine ganz zarte Richtung von Marzipan für meine Nase. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, was da an Frucht drin ist, aber es könnte sowas wie ein Hauch Black Cherry oder so auch mit drin sein. Chiffon könnte ja vielleicht auch, wie heißt es denn hier nochmal? Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwie dieses Öl drin ist mit Velvet Sugar oder irgendwie sowas. Ein winterlicher Foodie-Duft mit Parfümeinschlag irgendwie für mich. Dann habe ich, da ist er, Banana Cream Pie. Ich wollte den einfach mal pur testen. Ich finde das auch immer mal wieder schön, nur die Einzelöle sozusagen zu probieren. Dann kommt man auch viel besser auf eigene Kombinationen. Ja, und der riecht toll, weil ich finde, der riecht als in allererster Linie nach einem fluffigen Kuchenteig. Da ist auch Banane mit verbacken, aber das ist nicht so pur Banane. Sehr, sehr angenehm. Also da, ich glaube, das ist wirklich der erste Bananenduft, den ich mag. Banana Cream Pie. Wird auf jeden Fall warm probiert. So, das fand ich auch so süß, dieses Melt. Und zwar ist das Springtime Baby. Und guck mal, ist das nicht eine süße Blume? Auch ein total dickes Melt. Und ich habe halt gedacht, jetzt bei diesen frühlingshaften Shop-Düften muss ich mal zuschlagen, denn das ist ja schon so das, was ich auch sehr, sehr mag. Parfümig, blumig. Und der hat was Pudriges. Es könnte Babypowder oder sowas mit drin sein. Ja, sehr angenehm. Parfümig, floral, pudrig. Und durch diese Pudernote ist der auch relativ schwer. Also könnte sein, dass ich auch da das Melt sehr sparsam dosiere. Wir werden sehen. So, dann noch ein Shop-Duft und zwei Silberbags. Dann haben wir auch die Bestellung schon geschafft. Ich habe mir Süßgöschle ausgesucht. Das ist dieses niedliche Melt. Da hat Doris irgendwie alles Mögliche zusammengeworfen, hat sie gesagt. Und herausgekommen ist ein süßer, fruchtiger Duft. Ja, der hat so ein bisschen was von Sugar Milk. Der hat irgendwas Erdbeeriges. Sehr, sehr süß. Wie der Name ja auch schon sagt. Und da ist ganz viel drin. Ich glaube, das sind bestimmt 5 Öle oder so. Hatte sie gesagt, meine ich. Sehr interessant. Ich werde ihn probieren. Bin mir nicht ganz sicher, ob das genau meins ist, aber es wird auf jeden Fall ausprobiert. So, falls ihr was hört, ich sitze ja hier im Wintergarten und über mir geht gerade so ein bisschen die Welt unter. Es regnet wie aus Eimern. Dann habe ich, ach ja, das war auch so einer, warum ich unbedingt bestellen wollte, Trelasches Cake mit Erdbeerkuss und Fresh Baguette. Was eine Kombination, habe ich mir so gedacht. Ich glaube, ich habe Brittles genommen. Ja, ich habe Brittles genommen. Diese schönen Sternen-Brittles habe ich bekommen. Ja, das ist ein toller Duft. Der riecht halt authentisch nach Erdbeeren auf einem frischen weißen Brötchen. Ja, wirklich wie so ein Frühstücksbrötchen mit dicker Erdbeermarmelade. Ach, voll toll. Ich weiß nicht warum, aber im Moment habe ich es mit Erdbeeren und Gebäckdüften. Habe ich gerade irgendwie so einen Hieper drauf. Ich habe mir jetzt auch letztens schon den Strawberry Daiquiri, heißt der, glaube ich, von Goose Creek angemacht mit dem Fresh Baguette von Bath & Body Works. Also im Moment kommen hier Kombinationen zutage, ich sag's euch. Dann der letzte Duft ist Italian Biscotti.
Den habe ich noch nie gehabt, den wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich mag diese Kekse gerne essen. Da habe ich diese Mandala Brittles bekommen. Ja, und das riecht nach einem ganz zart mandeligen Keksteig. Ja, knusprig gebacken sogar. Ich finde, man kann diese Knusprigkeit riechen. Ach, mag ich total gerne. Schöner, schöner Solo-Foodie-Duft. Finde ich auch mal wieder ganz toll. Der ist bestimmt zum Kombinieren auch ganz, ganz toll. Den könnte ich mir auch gut vorstellen, mit was Orangigem zu mischen oder was vielleicht sogar auch gehen würde, wäre was Florales, so in Richtung Rose Jam oder irgendwie sowas, glaube ich. Könnte ich mir auch gut vorstellen dazu. Da bin ich mal gespannt. Den werde ich auf jeden Fall solo mal probieren und dann mal in verschiedenen Kombis. Ja, Italian Biscotti. So, Kiste ist leer. War mal wieder ein Fest. Ich liebe die Doris-Bestellungen immer. Sie macht das immer so, so toll. Und die Melts sehen immer so schön aus. Und ja, wundervoll. Ich danke dir, Doris, für deine tollen Kreationen. Und euch danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, lasst mich mal gerne wissen, was euch gefallen hätte aus der Bestellung. Würde mich interessieren. Bis bald, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss.